Hallo miteinander und willkommen zu einem neuen Video von Golden Body Personal Training. Ich bin heute da mit einer Stimme hinter der Kamera. Und ich beantworte neue Fragen zu meinem Weihnachten und Neujahr. Was gibt es denn bei euch zu Weihnachten zum Essen? Also ist eigentlich so, meistens gibt es Fondue Chinoise, wie wahrscheinlich bei anderen Familien auch. Wir feiern halt immer am 24. bei meinem Freund seiner Familie, am 25. bei meiner Familie. Und durch das haben wir natürlich das Glück, es gibt auch beiden Fondue Chinoise. Glück ändere ich Klammern, weil, wie ihr ja wahrscheinlich wisst, bin ich Vegetarierin. Das heisst, es gibt eigentlich immer Reis für mich und Gemüse. Ich muss aber sagen, bei meinem Papi zu Hause gibt es einen Mongolentopf. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und dort rührt man eigentlich alles so ein bisschen Gemüse schon ein und so ein bisschen Glasnudeln und so. Durch das, dass wir von Asien oder lange in Asien gelebt haben, ist alles so ein bisschen asiatisch angehaucht. Und darum schmeckt es eigentlich ganz anders wie das Fondue Chinoise am 24. Hast du dann auch ein schlechtes Gewissen? Gar nicht. und zwar vor allem aufgrund von dem, ich habe immer das Gefühl, man isst ja dann am 24. oder auch am 25. oder wann auch immer, zum Morgen, eigentlich relativ normal. Und ich habe aber auch das Gefühl, ich verstehe nicht, wieso sich andere Leute so Gedanken machen, weil es ist ja nicht viel mehr, wo man isst. Man isst vielleicht einfach länger, es hat ein paar Gutes dazwischen, aber wenn ich zum Morgen isse und nachher den ganzen Tag ja eigentlich nicht so viel, von dem gehe ich aus, und dann zur Nacht, dann ist das eigentlich rein auch von den Kalorien her gesehen, eigentlich nicht viel mehr, wie an einem anderen Tag dazu ankommt, dass man sich ja vielleicht unter Tags noch ein bisschen bewegt. Also ich mache mir überhaupt keine Sorgen wegen Weihnachten Neujahr. In welcher Form bewegst du dich denn? Wir machen eigentlich mehr so ein bisschen Freizeitaktivitäten mit der Familie. Also das heisst, wir gehen eben häufig, sind viel, wir feiern in Davos, vielleicht muss man das dazu sagen. Wir sind eine grosse Familie dort und darum machen wir dann so Badminton-Turnier gegeneinander. Wir gehen langläufeln vielleicht einmal, Skifahren. Ich würde eigentlich gerne, aber sonst niemand. ja, ich glaube, es ist vor allem das. Also ich mache nicht Workouts wie sonst, sondern ja, einfach so Freizeitaktivitäten. Also ich habe das nicht, ich plane das nicht eigentlich. Trinkst du Alkohol zwischen Weihnachten und Neujahr? Also an Weihnachten eigentlich nicht. Man muss dazu sagen, ich habe eigentlich Alkohol nicht besonders gerne. Ich trinke, wenn, dann Gin Tonics. An Neujahr sicher. Wir sind eine feuchtfröhliche Gemeinschaft an Neujahr. Und darum, ja, Neujahr artet sicher aus, aber das ist auch okay. Solange das nicht regelmäßig ist. Leute mal rein. Haben wir alles? Haben wir alles. Gut, also, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch natürlich auf diesem Weg nochmal schöne Weihnachten und ein schönes neues Jahr. Und bis bald. Tschüss!